Lehre zu Isla Nula. Hallo! Wie aufgeregte Gesichter hier? Also voll und ganz genießen. Unser Katamaran kann eine Geschwindigkeit von 280 Stundenkilometer erreichen. Wir sind also schneller da, als Sie denken. Ich habe gerade das Lob von unserem Kapitän bekommen, dass wir ablegen können. Vorab möchte ich mit Ihnen aber noch einige Sicherheitsregeln betreffend Ihren Aufenthalt in Jurassic World besprechen. Machen Sie gerne so viele Fotos und Videos, wie Sie können. Machen Sie den Handyspeicher voll, lassen Sie Jokos rauchen und fotografieren Sie Hinterköpfe von anderen Gästen. Aber machen Sie das bitte alles nur ohne Blitz und ohne Taschenlampenfunktion bei Videoaufnahmen. Unsere Tiere sind sehr empfindlich gegenüber plötzlich auftretendem Licht, reagieren verschreckt und im schlimmsten Fall aggressiv. Und die Sicherheit unserer Besucher ist unser höchstes Gebot. Wenn Sie also Fragen haben oder Anregungen, oder sogar Hilfe benötigen, sprechen Sie bitte einen von meinen Kollegen oder Kolleginnen vor Ort auf der Insel an. Die meisten sehen so aus wie ich. Also, nicht so, auch nicht so, aber mit dieser Uniform. Trauen Sie sich ruhig. Im Gegensatz zu unseren Dinosauriern weisen wir nämlich nicht. Weiterhin möchte ich Sie bitten, lassen Sie sich Zeit. Schauen Sie sich alles ganz in Ruhe an und vor allem seien Sie neugierig. Sie können sich frei bewegen. Es wird allerdings Bereiche geben, da geht eine Tür auf und die andere Tür geht zu. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Was ich damit sagen will, ist, bleiben Sie in Ihrer Freundes- oder Familiengruppe. Es sei denn natürlich Opa oder Schwester nervt, dann dürfen Sie sich trennen. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Aber halten Sie Abstand von unseren Sauriern und vor allem genießen Sie den Aufenthalt an diesem einmaligen Ort. Haben Sie noch Fragen? Irgendjemand seekrank? Möchte ich mal Bescheid geben. Ich werde Ihnen jetzt zum Abschluss noch ein kleines Informationsvideo zu Jurassic World zeigen. Legen Sie sich einfach zurück, nicht zu weit werden wir weg können. Und dann genießen Sie die Überfahrt zu Isla Nubla.
sondern in kleinen Versionen, das Kuchenbaby. In dem Moment, wenn es natürlich Fleisch rein hat, könnt ihr es nicht streichen mit der Rückhand, wie ich es zuvor gemacht habe bei den anderen Babys. Und zwar, ihr könnt, wer sich traut, die Hand ausstrecken, ganz wichtig mit Fingern zusammen. Und dann schaut ihr mit den Augen in die Augen, ihr versucht es vom Raptorenbaby, dann baut ihr eine Bindung auf. Wenn diese Bindung da ist, bewegt ihr die Handfläche langsam, nicht ruckartig, langsam und behutsam nach rechts und links. Und wir schauen mal, was passiert. Schaut mal, was passiert. Sie verfolgt meine Hand. Sie ist natürlich hungrig, aber wir haben Abstand und es kann euch nichts passieren. Ich habe es denkt, beruht auf Bewegung. Alle durch!